Emmy, gehst du mit Mama oder mit mir? Oder alleine. Ja. Da ist noch so ein Holzsammelplatz. Mit Rinde und so Grillstellen oder Feuerstellen und so Holzsammelplätze. Wie wissen wir das so? Immer wieder gern Pilze wachsen. Boah, Emi. Ja, ist halt so. Die sind nicht so überständig, dass es schon relativ schwierig ist. Aber es ist ein flockenstieliger Hexenröhrling. Und der ist so verknudelt, dann lassen wir sie im Erdreichen sehen. Da, dann schauen wir noch, ob wir brauchen können. So, jetzt sind wir eigentlich an der Stelle, wo Perlpilze und Hexen kommen sollten. Und vor allem da links rauf hätten wir einen super Wald, wo wir schon 2 Jahre nicht glauben können, dass einfach nichts wächst. Und spät im Herbst sind da ohne Parasol. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir Perlpilze finden. Und der Emi hilft natürlich wieder dabei. Ja, also wir sind jetzt da auf dem Platz haben. Da ist mal überständiger Perlpilz. Und auch der da. Und die lassen wir natürlich so stehen. Und was ist da drunter noch? Ja, was soll's, mir schon weiter. Emi, warte auf uns. Wieder mal ein Schopftintling, aber leider viel zu alt. Ja. Aber das schön zum Filmen. Ich bin überwältigt, dass die schon so früh da sind. Ja. Das hier nicht war die Hexe, und aber wie gesagt, was wir festgestellt haben, ist, dass sie viel um so Feuerstellen drumherum wachsen. Wahrscheinlich haben sie gern warm oder Würstle. Man weiß es nicht. Da drunter waren die Schönfußröhrlinge. Und ein paar Schritte weiter ist schon wieder der nächste Pilz, ein Frauentäubling. Aber die Hälfte haben Schnecken schon gegessen, der Rest lassen wir ihn gerade ohne. Wir haben einen ganz besonderen, seltenen Pilz gefunden, dann müssen wir auch stahlen aufgrund der Seltenheit. Das ist der gemeine Fetzling. Aber leider nichts für uns. Sind das total mit Trockenschaden und überständige Schönfußröhrlinge. Immer nur mit. Ja, schade. Sommersteinpilz wäre uns lieber. Aber sind ja auch tolle Pilze. Jetzt sind wir da im Mischwald und da im Laub. Das sind schöne Frauentäublinge. Richtiger Hotspot. Hast du da noch einen? Wir? Enttäuschung ist groß. Ich das ist ein schöner Fuß. Ja, und keine kleine, schöne Hexe. Aber da wird der Huhn. Haben wir jetzt gerade dafür einen schönen Frauentäubling. Hoffentlich schöner. Ui. Ja, grenzwertig. Da ist ein bisschen alles dabei. Den lassen wir wahrscheinlich auch da. Leider. So kann man ausspuren. Da haben wir jetzt wieder eine andere Täublingsart. 3 Stück. Das ist ein großer. Und da noch ein. Aber das sind so lila-violett und haben aber so Rötung am Stiel. Und haben brüchige Lamellen. Also
ist kein Pilz, den wir mitnehmen. Wir werden aber nachschauen, was das ist. Da haben wir auch heuer wieder der erste Fund von entweder blauer Wulstling oder Pantherpilz. Aber wir möchten ihn gar nicht ausgraben, weil auch der graue Wulstling nehmen wir nicht mit. Aber ist ein schöner Pilz. So, Chefin wieder unkontrolliert abseits vom Weg und will nur mit der Macht des Willens Pfifferlinge erzwingen. Was ist das für eine? Ich bin auch so, Emi schon nochmal begeistert. Emi.